Hier steht Simon Vielhaber und Sie sind Gründer, haben Sie mir erzählt. Und Sie haben mir gerade zu einem wahrhaftigen Achterbahnerlebnis verholfen. Wie geht das? Ja, das heißt Virtual Reality, also virtuelle Realitäten. Und das geht eigentlich ganz einfach mit einer Wunderbox aus Pappe, sage ich mal. Und was da drin ist, ist eigentlich das Smartphone, was jeder von uns schon in der Tasche hat. Das heißt, dafür haben wir im Grunde die Technologie schon dabei. Und im Grunde ist es eine App, die mache ich einfach auf und diese App spielt zwei Bilder ab, für jedes Auge ein Bild. Und durch das Einlegen in diese Halterung, in diese Kasten, wird das Bild durch die beiden Linsen nochmal stark vergrößert und dann entsteht der Eindruck, wow, ich bin ja wirklich drin. Also ich habe es gerade am eigenen Leibe, muss ich schon sagen, gespürt. Mir ist fast ein bisschen übel geworden und man fängt auch automatisch an, sozusagen mitzugehen. Was gibt es noch für Anwendungen für diese Idee neben der Achterbahnfahrt? Ja. Ja, da kommt das so her aus der Spielecke, aber wir glauben, das ist noch viel mehr als nur Spielen. Das ist Storytelling. Und das machen wir halt. Wir machen Storytelling auch für Unternehmen. Das heißt, wir wollen Unternehmen hier helfen, aus Deutschland, aus der Welt, ihre Kompetenz mal zu erzählen. Es kann sein, dass sie ein Video drehen aus ihren Produktionshallen und zeigen, wie gute Qualität sie produzieren. Oder es kann sein, dass wir ein Museum mit einer interaktiven Tour ausstatten und dort halt die Story der Erfinder oder der Künstler hinter dem Bild erzählen können. Das heißt, die Unternehmen könnten nicht nur ihre Produkte in Szene setzen, sondern letztlich auch ihre Produktionsprozesse? Genau darum geht's. Sogenanntes Asset Marketing, also das, was eine Firma wirklich ausmacht. Qualität im Prozess, Kompetenz im Team, tolle Produkte, Erfahrbarkeit, Emotionen, Vision. Das wollen sie rüberbringen. Und das kann man halt sehr schön mit dieser spannenden neuen Technologien, gleichzeitig innovativ. Ja, und der Kunde hat Spaß dabei. Jetzt